Hallo meine Lieben, da ist eure Yonanda. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu 3 Tage, 3 Nächte. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Herzlich willkommen, alle, die neu dabei sind. Vielen, vielen lieben Dank für alle neuen Abos, die ihr mir dagelassen habt und für alle Wertschätzungen hin zu mir. Ihr seid einfach nur wunderbar und gar zauberhaft. Und jetzt kommt das, was ich euch zu geben habe. Und ich bin gespannt, welche Energie in Bildung, ne, sich hier übers Wochenende zeigt. Und ich würde mal sagen, diese kleine Insel der beschaulichen Antrachtung, ich wollte eigentlich sagen der beschaulichen Betrachtung, ne? Der beschaulichen Antrachtung, die haben wir uns jetzt auch echt verdient. Wir werden jetzt die Dinge beschaulich antrachten und sind gespannt, ja, was so gesehen werden will, ne? Ich hoffe, ihr habt ein feines Getränk am Start. Ich habe mein Käffchen mit Erbsenmilch aus unserer Meere das Glück-Tasse, ne? Mehr von dem, was wir Glück nennen. Und ich sage es auch hier nochmal, sobald die Conny aus den USA zurück ist von ihrer Reise, wird sie in den Tassenversand gehen. Ja? Und das Tassenparadies findet ihr im Shop, da findet ihr auch Erat Aliquando und viele andere schöne Dinge. Und ja, jetzt finden wir uns erstmal selbst. Ne? Wir beginnen nämlich mit den Lenny-Karten von der Liz. Und wir schauen mal, welche Energie steht uns denn hier im Irdischen, hier und jetzt, just zur Verfügung und will gesehen, gelesen und gedeutet werden. Ja? Schauen wir mal. Wir hätten mal gerne minimumstens 5 Karten. Da haben wir sie auch schon. Und die mischen wir jetzt wieder. Und ihr wisst ja, wie es nämlich ist. Erst am Ende der Legung haben wir hier ein Gesamtbild. Ne? Die Geschichte formt sich jetzt und wir sind dabei. Es ist ja herrliches Wetterchen, gell? Also es kann ja nur gut werden. Und es geht nämlich los mit dem Brief. Ne? Der ist immer gern gesehen. Dem Anker. Oh, eine verbindliche Nachricht. Ne? Eine Nachricht, die was zu sagen hat mit dem Anker, die fest ist, die beidseitig ist. Vielleicht ist es auch ein Nachrichtenaustausch auf beiden Seiten. Da haben wir hier die Route, ne? Die fegt durch und räumt auf. Die liegt auch in der Mitte. Dann haben wir die Sense. Ah, hier die Sense spiegelt in den Anker. Das bedeutet, eine Nachricht wird losgelassen. Der Anker wird gelöst. Ja. Und diese Nachricht, die wurde lange zurückgehalten, denn sie spiegelt in den Turm. Es kann auch sein, dass eine Nachricht aus der Ferne kommt. Ne? Oder dass du eine Nachricht in die Ferne sendest. Das ist auch nicht auszuschließen, denn wir haben hier noch keine Personenkarte liegen. Roundabout geht es hier darum, den Lenny-Karten nach, dass hier etwas bereinigt wird mit den Routen. Ne? Es kann auch sein, dass etwas ausdiskutiert wird oder auch etwas erstritten wird. Ich habe aber hier keine negative Energie. Wir werden eh gleich noch sehen, welche Karten mit Erat Aliquando drüber liegen. Die Routen stehen ja für Diskussionen, die können natürlich auch einen Streit anzeigen, aber dazu müssten schon entsprechende Karten, die sich hier dann kombinieren, das Ganze bestätigen. Also erstmal sehen wir es neutral. Es kann ein Aufräumen sein, ein Durchfegen, eine Diskussion. Und man kann sich ja auch positiv streiten. Ne? Ein Streit muss nicht immer etwas Negatives sein, sondern ist ganz einfach vielleicht auf beiden Seiten ein Standpunkt, der vertreten wird. Ne? Und das kann sich halt auch mitunter mal ein bisschen reiben. Und deswegen warten wir jetzt erstmal ab. Aber es geht hier darum, dass hier die Sense schlägt auch in den Turm, der wiederum in den Brief spiegelt, eine Nachricht endlich freigelassen und losgelassen wird. Ne? Und die wird vielleicht ganz einfach abgeschickt. Denn die Sense als solches, Moment, spiegelt in den Anker und das heißt so viel wie leinenlos. Ne? Leinenlos, Manege frei für die Nachricht. Ne? So können wir das schon mal sagen und hier bereinigt sich etwas. Vielleicht bereinigt sich hier auch die Tatsache, dass eine Nachricht lange nicht abgesendet wurde und derjenige, der wartet, das kannst du als Zuschauer sein, interpretiert in dieses Verhalten einiges rein. Ne? Was macht das menschliche Gehirn, wenn es auf eine Nachricht wartet, die es gerne studieren würde und die kommt und kommt und kommt und kommt und kommt und kommt und kommt nicht. Ne? Man interpretiert natürlich hinein, warum kommt sie denn nicht?
Und da kommen ja dann manchmal so die übelsten Vermutungen kommen ja dann zutage. Ne? Und es kann sich hier ganz einfach auch etwas aufklären. Ne? Also es kann via Nachricht diskutiert werden, es kann auch gestritten werden. Noch haben wir keine weiteren Karten, aber gleich. Hier ist erstmal die Quintessenz, dass hier die Leinen gelöst werden und eine Nachricht, die ja, wie der Spatz in der Hand gefangen war, sozusagen, wird befreit. Ne? Und dann schauen wir mal, was Erat Aliquando dazu zu sagen hat und was sich da drüber legt. Ne? Sollten Personen fallen, dann bist du als Zuschauer die weibliche Person, ne? Die Dame oder wenn wir dann Tarot legen, die Königin oder die Herrscherin. Und wenn es um jemanden geht, um ein Gegenüber, der liegt als männliche Energie drin, als der Herr, der König oder der Herrscher. Ne? So, die hat sich die erste schon drüber gelegt. Guckt euch das an. Das lassen wir direkt so. Ne? Das ist von allein passiert und dann soll das ganz einfach so sein. Dann, das sind sogar zwei. Okay, dann hätten wir noch gern noch vier weiter. Ne? Eins, sind es auch wieder zwei? Nee. Noch eine. Aha. Das legen wir jetzt auch mal so drei nach. Das hat sich hier so schön gemacht. Ja, ja, ja. So, aha. Sehr spannend. Wir fangen aber vorne an. Das Jungländerchen sieht schon wieder klar. Ne? Oh, jetzt guckt euch das an. Hier, es gibt doch keine Zufälle, ne? Brief auf Brief mit Lord. Also hier kommt eine, ja, Briefchen, du darfst zum Briefchen, ne? Also Brieftäubchen bringt Brief und zwar unterstützt von Lord. Ganz großes Licht. Lord ist die stärkste Karte im Deck, Erat Aliquando. Das heißt, es handelt sich hier um eine sehr, sehr positive Nachricht, die da kommt. Eine glückbringende Nachricht, eine warmherzige Nachricht. Eine lichtvolle, liebevolle Glanz- und Gloria-Nachricht auf jeden Fall. Und wenn Lord dabei liegt, dann wird eben diese Energie auch ganz massiv vorangetrieben. Ne? Also diese Nachricht kommt, da lassen wir überhaupt nichts anderes zu, ne? So wie die Karten hier fallen. So, okay. Über dem Anker hat sich gelegt Wolkenkuckucksheim. So, der Anker hat ja die ganze Zeit sich zwischen zwei Felsen verklemmt. Ne? Und vielleicht wurde hier diese Nachricht ganz einfach lange, lange, lange gehalten, weil da kein Spiel war. Ne? Aha, habt ihr es gehört? Heute ist auch unser Freund der Kuckuck da. Und der hat das Ganze jetzt besiegelt. Also hier hatte sich etwas komplett verfangen. Ne? Und dass da aber nichts mehr geht, das ist unter Umständen eine Illusion. Das ist etwas Herbeigeführtes, was den Gedanken entspringt. Ne? Dass man sich vielleicht gesagt hat, das ist etwas Unmögliches. Ne? Man wird hier nie wieder in die Kommunikation gehen oder keine Nachricht erhalten. Sowas kann ein Luftschloss sein. Ne? Wolkenkuckucksheim ist ein Luftschloss. Das ist die Gedankenebene. Ne? Man hatte also hier die Gedanken in die Richtung abschweifend, dass das Ganze hier total verfangen und festgefahren ist. Ne? Und wir sehen aber jetzt hier, dass Wolkenkuckucksheim, das ist eine ganz leichte Energie. Das ist wie so, wenn eine Seifenblase platzt. Ne? Weil dieser Anker wird ja jetzt gelöst. Er spiegelt ja in die Sense. Ne? Da ist ja gar nichts anderes möglich. Der muss sich jetzt lösen, weil er in die Sense spiegelt. Und die Sense auch gleichzeitig hier den Brief aus dem Turm befreit. So wie die Vögelchen hier fliegen, da ist nämlich hier unser Brieftäubchen mit dabei. Ne? Das sind die ganzen Nachrichten hier, auf die die Community wartet. Diese ganzen Brieftauben haben alle im Turm gesessen. Oh Gott, ist das traurig. Aber jetzt ist der Turm vorbei und die ganzen Täubchen fliegen los. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass viele von euch jetzt am besten übers Wochenende, so wollen wir das gerne haben, tatsächlich eine Nachricht erhalten. Ne? Ha. Das heißt, dass hier gar nichts mehr geht, das ist eine Illusion und es ist was, also eine leichte Energie, die hat keinen Bestand. Ne? Es konnte hier nicht von Dauer sein, dass dieser Anker forever zwischen den Felsen hängen geblieben ist. Ne? So, dann geht es weiter im Herzen der Reihe. Hier wird nämlich Ordnung geschaffen und aufgeräumt in Beziehungsfragen. Ne? Hier wird ausdiskutiert, was ist das überhaupt mit uns?
Es geht hier um Beziehung. Der Zauberknoten steht für Beziehung, steht für Verbindung, steht aber auch für Verflixtes. Und auch da können wir die Rute gut gebrauchen, weil Verflixtes kann sich lösen und was sich binden will, wird sich binden. Also hier wird auf jeden Fall erstmal für Ordnung gesorgt. Was ist das hier überhaupt? Was macht die ganze Sache hier so verflixt? Und ja, hier wird einiges bereinigt in dieser Verbindung, ne? Sodass das Verflixte halt ganz einfach rausgeht und dass das Neue möglich ist. Das ist total positiv. Und die Sense, die macht hier was ganz Gutes, die sorgt hier nämlich für Heilung. Der Dachs liegt über der Sense. Und da könnte man schon fast sagen, der Energie, die hier die Nachricht bindet, der wird hier erstmal den Zahn gezogen. Ne? Das ist wie wenn einer schon die ganze Zeit Zahnschmerzen hat und es ist so schlimm und man will den Zahn, der eigentlich ein Anker ist, überhaupt nicht loslassen. Ne? Weil man weiß, der geht mir jetzt flöten und was bleibt, ist eine Lücke. Ne? So. Und jemand hat schlimme Zahnschmerzen, geht aber dennoch nicht zum Zahnarzt, weil er Angst hat, dass der Zahn gezogen wird. Dabei ist eben dieses Zahnziehen der Weg zur Heilung. Nur so geht's vorwärts. Ne? Also es ist hier die Bestimmung dieses Ankers, sich wieder zu lösen. Die Sense, die steht ja immer für einen trennenden Aspekt, der Turm aber auch. Und jetzt kollidieren hier Turm und Sense. Beide können eine Trennung anzeigen, aber hier wird die Trennung getrennt. Ne? Also die Sense sorgt hier dafür, dass es weitergeht, dass Befreiung stattfindet. Die Sense trennt die Trennung. Und wenn ein solcher übler Zahn dann raus ist und Entspannung kehrt ein, so, und endlich ist er draußen, ne, dann ist man dann doch froh, dass man den Schritt gegangen ist. Also hier kommt auch so eine erlösende Energie rein. Und dadurch, dass die Sense den Anker löst und in den Turm schlägt, ist hier auch eine Wiederkehr möglich. Ne, also die befreit hier nicht nur die Brieftäubchen, sondern in dem Turm sitzt auch ein Hirsch. Ne? Der Hirsch steht für Wiederkehr, der steht für Präsenz und der steht natürlich auch für einen Standpunkt. Der hat ein Standing, aber der steht für einen flexiblen Standpunkt. Und wir haben ja hier schon gesagt, die Ruten können eben auch dafür stehen, für das positive Streiten, dass man hier ganz einfach einen Standpunkt vertritt und du hast deinen Standpunkt, dein Gegenüber hat seinen Standpunkt und dann entsteht halt eine Diskussion oder ein Streit in Anführungsstrichen, wobei das ist hier eine ganz positive Energie, stärker wie das, also oder stärker als Lord ist nicht möglich. Ne? Also auch wenn sich es hier reibt, hier lichtet sich was, hier wird was ins rechte Licht gerückt und es ist vielleicht auch ganz einfach wichtig, dass beide Beteiligten ganz klar ihren Standpunkt klar machen. Ne? Wobei der Hirsch auch einen flexiblen Standpunkt bezeichnet. Denn der hat vier Beine und kann sich bewegen. Der muss nicht auf seinem Standpunkt beharren. Ne? Der kann dir auch entgegenkommen oder du kannst auch diesem Gegenüber entgegenkommen. Also starke Energie. Ne? Hier geht was in die Heilung und ein trennender Aspekt. Etwas geht ganz schnell, ja. Aber es ist dienlich, dass es in die Heilung gehen kann. Es bringt die Heilung. Ein Schmerz bringt die Heilung, eine Trennung bringt die Heilung, weil die Trennung trennt die Trennung. Ne? Das ist total eine ganz spannende Energie, die sich hier zeigt. Jetzt schauen wir mal weiter mit Deborah Blake's Everyday Witch Tarot. So, das Ganze hier, Moment, ich muss mal ein bisschen Platz machen. Jetzt muss man ein bisschen hier rüber, damit ich hier ein bisschen mehr Space zum Mischen habe. Ne? So. Ich habe schon alles gescannt. Ich hab alles im Kopf. So, zwei sind am Tisch liegen geblieben. Die packen wir sofort auf die Seite. Weil das, was am Tisch liegen bleibt, hat uns was zu sagen. So, drei Karten. Ha, wir kriegen fünf. Okay, wir kriegen fünf. Ach, ich bin hier auch alles am. So, so ist es besser. Jetzt passt auf, wenn wir fünf Karten kriegen, dann machen wir das ganz anders. Da muss ich dann jetzt wieder alles hinräumen, was gerade weggefallen hat. Eins, wir haben nämlich fünf Positionen. Zwei, drei, vier, fünf. So. Die mischen wir. Ah, oh, du liegst auch drin als Königin der Schwerter. Da sind wir mal gespannt jetzt.
dienen uns, ne? Weil es geht gleich mit dir los. Die Königin der Schwerter, das bist du, die kluge Frau, die liegt hier über den Nachrichten. Ne? Upsa. Das kann jetzt natürlich bedeuten, dass du die Nachricht empfängst. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass du eine Nachricht versendest. Jedenfalls gehst du damit klug und clever um. Das kann eine Nachricht sein, die dein Herz berührt, aber du nimmst deinen Verstand mit. Ne? Also es ist jetzt keine Nachricht, die dich in die Instabilität bringt, die dir den Teppich wegzieht oder wo du völlig überfordert bist, sondern du weißt, mit der Nachricht umzugehen. Ne? Also bei vielen kann es sein, dass die Schwertkönigin eben eine Nachricht erhält, weil der Brief liegt bei dir. Da könnte man sagen, der kommt zu dir. Der wird befreit, kann abgeschickt werden endlich nach längerer Zeit des Zurückhaltens. Mit dem Hirsch liegt hier eine Wiederkehr drin. Jemand kehrt zu dir zurück, weil ja Nachricht meldet sich wieder. Es kann natürlich auch bei einigen sein, die jetzt vielleicht schon tatsächlich drüber nachdenken, sich zu melden, dass du dich meldest. Ne? Aber die Königin der Schwerter, die hat Herz und Verstand im Gepäck. Und das ist eine Frau oder ein Zuschauer als solches, die einfach frei und unabhängig ist, ne? Und sich auch nichts aufdiktieren lässt. Sehr spannend. Also mein Hund riecht mich heute schon ein bisschen auf, gell? Kennt ihr das? Es ist halt draußen ständig Bewegung, ne? Es ist schönes Wetter. Die Smilla, die ist oben auf ihrem Wachposten, ne, ihrem Lieblingsplatz und hat natürlich die Straße im Blick. So. Und da ist halt viel los draußen, das ist halt leider so. Ja, passt auf, auch spannend, die Vier der Schwerter, die Stillstandsenergie, die liegt direkt über Wolkenkuckucksheim und dem Anker. Und das ist genau das, das passender könnte es nicht sein. Der Anker hatte, weil es löst sich ja ab, sich halt nur mal zwischen den Felsen verfangen. Es war aber eine Illusion, dass das jetzt für immer so ist. Der ging, also oder der geht jetzt ganz leicht lösen durch die Sense, die da reinspiegelt. Und die Zeit des Stillstands war aber auch wichtig. Ne? Also dieser Stillstand wird jetzt abgelöst. Und es lohnt sich auch nicht, gegen diesen Stillstand zu kämpfen, weil das ein sinnloser Krieg ist. Die Vier der Schwerter, das ist in der Zahlenkunde die Zahl 61 und die steht für den sinnlosen Krieg. Das heißt, wenn in dieser Situation ganz einfach die Mühlen nicht gemahlen haben oder die Rädchen stillstehen, dann fordert die Zahl 61 auf, diesen Stillstand einfach hinzunehmen. Ne? Weil einfach nicht die Zeit ist, in die Aktion zu gehen oder dass eine Situation sich bewegt. Hier doch. Hier wird ja der Stillstand abgelöst. Ne? Aber dieser Stillstand, das kann man jetzt wissen, der hatte eine wichtige Daseinsberechtigung. Aus gutem Grund ist er geschehen. Ne? Und was ruhen will, das darf man dann auch ruhen lassen. Das ist hier eine sehr friedliche Energie, ne? Weil die Heilerin hat sich gebettet und schläft. Sie liegt da ganz friedlich. Der Mond lacht vom Himmel, die Sterne funkeln und sie hat ganz einfach ihren Hut an den Haken gehängt und ihren Besen, wo hat sie überhaupt hingelehnt? Ihren Besen, ich wollte schon sagen, an die Wand gelehnt, aber das ist eher so unter ihrem Himmelbettchen. Ne? Also es gibt gerade nichts zu tun. Sie liegt da auch schon länger. Die Spinnen haben hier friedlich ihre Netze gesponnen und das Kätzchen ist auch mit weggepufft. Ne? Und eine Kerze, die brennt hier aber. Ne? Also sie liegt da schon eine Weile, aber die Kerze brennt noch. Das heißt, sie ist nicht in diesem Zustand dahingeschieden. Ne? Also stellt euch die Szene anders vor. Ne? Die Kerze ist abgebrannt und die würde dann auch nicht mehr so schön da liegen, ne? Sondern eben vergangen, ne? Mumifiziert. Aber man sieht hier, sie liegt halt hier eine Weile, es ist halt die Nacht am Himmel, sie schläft und ruht. Ne? Sie liegt vielleicht in so einem leichten Dornröschenschlaf und schläft auch schon ein bisschen länger, aber eben nicht zu lang. Es ist also alles im grünen Bereich. Das wollte ich euch damit sagen. So, es ist alles im grünen Bereich. Über der Beziehung, die ausdiskutiert wird, liegt hier nämlich eine neue Offenheit mit der Vier der Stäbe. So, die Vier der Stäbe macht auf. Die Vier der Stäbe heißt willkommen. Die Vier der Stäbe freut sich, einander zu sehen. Ne? Also hier kommt so ein richtiges Aufatmen rein. Hier wurde vielleicht lange etwas verschwiegen, beschwiegen, vermeintlich zu Tode geschwiegen. Ne? Aber hier hat nie ein Tod stattgefunden.
sondern hier wurde einfach Ruhe bewahrt. Hier wurden Dinge nicht ausgesprochen, hier wurden Dinge nicht geklärt, Verflixtes wurde nicht gelöst. Es sollte aber so sein, es hat diese Zeit gebraucht. Und jetzt wird hier mit Ruten und Zauberknoten alles besprochen, ausdiskutiert, jeder vertritt seinen Standpunkt. Man kann aber auch aufeinander zugehen, man kann die Mitte finden und die Offenheit ist da. Es ist so dieses, man atmet auf, dass diese Kuh endlich vom Eis ist. Ne? Ergo, die Heilerin erwacht. Ne? So, weiter geht's. Die nächste Karte liegt über Dachs und Sense. Die heilsame Trennung. Aha. Der Ritter der Münzen. Man darf hier wirklich vertrauen, dass das Richtige geschieht und zwar im richtigen Moment, am richtigen Ort. Der Ritter der Münzen ist eine Karte, die ans Vertrauen erinnert. Ritter bringen immer Stimmungen mit sich. Das sind Stimmungen, eine Stimmung ist eine Energie, die aufkommt. Ne? Zum Beispiel die Sonne lacht vom Himmel, automatisch hat man gute Laune. Ne? Es sei denn, du hast eine Allergie gegen zu viel Sonne und denkst dir, oh, die ist halt einfach ein regnerischer Tag lieber. Ne? Also Wetter verursacht Stimmungen. Das ist eine Energie, mit der du konfrontiert wirst. Und diese Energie, das ist hier wie so eine warme Welle mit dem Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen, der bringt was, der bringt ein Fundament mit. Der reicht dir hier was, womit du was anfangen kannst. Ne? Und das ist ganz einfach eine Energie von... Selbst wenn hier ein Zahn gezogen wird, ne, der schon lange schmerzt, das dient der Heilung. Ne? Und mir wird wirklich gerade gesagt, manchmal ist es der Schmerz, der gegen den Schmerz hilft. Ne? Natürlich ist es ein Eingriff, wenn man einen Zahn gezogen bekommt. Aber der Schmerz, der verursacht wird, löst den Schmerz auf, der schon die ganze Zeit da ist. Und endlich kann Heilung geschehen. Und der Ritter der Münzen sagt hier, vertraue dem Prozess. Alles, was jetzt geschieht in der Situation, auf die du schaust, geschieht für dich. Kannst dich hier drauf verlassen, die Sache läuft rund. Ne? So könnte man es jetzt sagen. So, und über dem Hirsch und dem Turm liegt nämlich das Schicksal. Weil die Geschichte dieser beiden, die sich hier schreiben, die ist ja noch gar nicht vorbei. Die folgt nämlich einer Bestimmung. Das ist nämlich eine hochspirituelle Angelegenheit, was Karmisches. Das ist eine Energie, die möchte bitte in ihr Gleichgewicht finden. Harmonie soll hergestellt werden. Bei Karma geht es immer um Harmonie. Ja? Karma ist nichts, was sich rächt. Ne? Es wird ja ganz oft gesagt, und dann traf ihn das Karma mit einem Schlag in die... F-R-E-S-S-E. Ne? Also, genau. Genauso wird es immer gesagt. Ne? Aber Karma rächt sich nicht. Bei Karma geht es immer um das Wiederherstellen und auch um das Erhalten von Harmonie. Weil wir brauchen keine vergangenen Leben, um Karma auszugleichen. Das machen wir jeden Tag. Weil wir ständig Karma erzeugen. Ne? Und es liegt halt an uns, wie wir es erzeugen. Wir können gutes Karma schaffen, ne? Indem wir viele gute Dinge an vielen kleinen Orten tun. Das fängt echt mit Kleinigkeiten an. Du stehst im Supermarkt an der Kasse, eine alte Dame hat nicht genug Geld dabei, um ihre Einkäufe zu bezahlen und du sagst, ich übernehme die Rechnung, ich übernehme den Rest. Alles Gutes passt schon. Ja? Oder du hilfst jemandem, der Probleme hat, weil er vielleicht schon ein älterer Mensch ist, über die Straße, dass er sicher rüberkommt. Damit schaffst du natürlich gutes Karma. Ne? Oder du machst eine Spende nach deinem Ermessen, wie es dir eben möglich ist, an einen Tierschutzverein oder an ein Herz für Kinder oder an irgendeine Stiftung, die was Gutes tut. Alles gutes Karma. Oder du bist ganz einfach ein freundlicher Mensch. Ne? Damit erschaffst du gutes Karma. Menschen, die halt ganz einfach anderen nichts gönnen, die sich in Energien von Neid, Missgunst, Gehässigkeit oder eben Rachegelüsten befinden, die anderen in die Suppe spucken, die andere Menschen angreifen, beschimpfen, mit gemeinen Worten titulieren, niedermachen, die anderen Schlechtes wünschen, die sägen halt an dem Ast, auf dem sie sitzen.
Aber meistens ist nicht viel drin in der Birne, weil sonst hätten sie das ja verstanden. Ne? Ja, es ist so. Ne? Und von daher steht halt jeder für sich selbst. Ne? Weil du hast hier die Macht, die positive Macht, aus der Situation, die sich dir hier zeigt, das Beste rauszuholen. Ne? Du weißt, es ist eine karmische Angelegenheit und du kannst Gutes tun. Was kannst du tun? Was kannst du in die Heilung bringen, angefangen bei dir selbst, um hier für Harmonie zu sorgen? Ne? Karma strebt nach Harmonie. Wir erschaffen es täglich, ständig, mit jedem Atemzug. Und wir brauchen keine früheren Leben und tiefgreifende Sitzungen, um zu wissen, im Leben XY, da habe ich. Ne? Und jetzt muss ich. So ist es nicht. Es geschieht alles automatisch, weil unsere Seele weiß das alles A, ne? Und B wird sie alles tun, um das Karma wieder auszugleichen. Und natürlich tun wir auch Dinge, wo die Erkenntnis nachher kommt. Ne? Also wir machen das, was der Mensch als Fehler bezeichnet. So, und wenn aber die Fehler unsere Lehrer sind, ne, dann dienen sie uns, wenn man was draus gelernt hat. Ne? Und wenn man weiß, beim nächsten Mal mache ich es besser. Wir können also ständig immer wieder ausgleichen. Wir sollten aber achtsam sein. Ja, im Endeffekt geht es bei Karma auch um die Achtsamkeit. Es ist eine Lehre der Achtsamkeit, dass wir achtsam uns in der Welt bewegen, in die wir als Mensch hineingeboren sind. Ne? Man nennt es auch Inkarnation, was Fleischwerdung bedeutet. So, jetzt ist das ganze Fleisch da unterwegs, ne? Hat ein Gehirn gekriegt und ja, hat ein Herz gekriegt zum Fühlen. Ein Kopf zum Denken, ein Herz zum Fühlen und jetzt bist du am Start und für dich selbst verantwortlich. Du schaffst Karma, du gleichst es aus, du machst Fehler, alles ist menschlich, du darfst alles fühlen und du hast auch immer wieder die Möglichkeit zu begradigen. Ja? So sieht die Sache mal aus. Und das geschieht hier gerade mit der fraglichen Situation, die hier am Tisch liegt. Ne? Es geht hier um die Harmonie und dass diese ganze Situation nur Bestimmung folgt. Ne? Und auch, das sind wir nochmal bei dem Stillstand. Kämpfe nicht gegen Stillstände, es ist ein verlorener Krieg. Nee, es ist ein sinnloser Krieg. Sinnlos auch noch. Ne? Also die Zahl 60, das ist ja im Tarot die 5 der Schwerter. Das ist der verlorene Krieg. Das ist ja so eine ganz üble Kampfenergie. Ne? Boah, wo ist er? Da geht es auch wirklich um Rache, ne? Aber da geht keiner als Sieger raus. Auch nicht der vermeintliche Sieger. Das sind alles nur Verlierer. Im Krieg gibt es keine Sieger. So einfach ist das. Ne? So. Und die 61, das ist der sinnlose Krieg. Das heißt, der Rat der Karten ist oder der Rat der Zahl 61 ist, nimm die Situation an, wie sie ist, und genieße den Stillstand. Denn während du schliefst, während du nichts tust, weil es nichts zu tun gibt aktuell, läuft natürlich im Hintergrund die Situation weiter und Dinge geschehen. Dinge geschehen in diesem Fall absolut für dich. Ne, du brauchst nichts zu tun, also tu auch nichts. Hier tut sich nämlich was für dich. Ganz automatisch. Das ist so, du darfst hier auf Autopilot schalten, ne? Und diesem festgemurksten Anker vertrauen, ne? Das wird nicht für immer so sein. Im Gegenteil. Hier geht es rumsbums. Mit der Sense löst sich hier was ab. Und da sind wir wieder bei den ganzen Täubchen in der Community. Ganz viele Vögelchen werden befreit. Sie haben Post, ne? So, das ist nämlich hier die Bestimmung. Eine schicksalhafte Nachricht. Eine Wiederkehr ist damit verknüpft. Ja, so sieht's aus. Ich habe ja das Gefühl, dass viele von euch eine Nachricht erhalten werden. Und die Nachricht senden werden, die haben schon darüber nachgedacht, bevor sie das Video geschaut haben. Ne? Da merkt ihr, ob da eine Resonanz ist. Also wenn du darüber nachgedacht hast, dich tatsächlich zu melden, dann hast du das schon gemacht, ohne dass ich das jetzt gesagt habe. Ne? Und auch da, also hier löst sich ein großer Brocken. Das lesen wir immer gerne in den Karten. Gell? Das heißt nämlich, es geht weiter. So, jetzt geht es hier weiter mit dem schamanischen Traum von Alberto Villoldo und Colette Baron Wright. Schauen wir mal rein. Also das kann jetzt aber hier auch wirklich weg. Ne? So. Botschaft oben drüber. Okay.
Das Wurzelmädchen, das Verleugnete selbst. Und das ist so eine Energie, die vielleicht lange im Turm gesessen hat. Und die hat aber einfach auch die Zeit gebraucht. Ja? Wo geschah hier Selbstverleugnung und auf welcher Seite? Überprüfe dein Feld. Hast du dich vielleicht auch selbst verleugnet? Was bedeutet es, sich selbst zu leugnen? Ne? Wenn ich etwas leugne, streite ich etwas ab. Ne? Das heißt, Selbstleugnung bedeutet im weitesten Sinne, du nimmst dich nicht an, wie du bist. Es gibt Anteile in dir, die du nicht haben willst. Das kann natürlich auch für dein Gegenüber gelten. Ich habe eher das Gefühl, da ja hier eine Wiederkehr drin liegt, bedeutet das, dass es hier einen Rückzug gab. Auch der Turm spricht davon. Dieser Rückzug wird ja abgelehnt. Ne? Und in dem Turm sitzen ja eine Menge guter Kräfte. Der Hirsch ist im Turm gefangen. Die vielen Vögelchen sind im Turm gefangen. Und natürlich auch die Wurzelmädchen. Ne? Also hier hat vielleicht jemand etwas geleugnet. Das, was er fühlt vielleicht. Oder das, was er sagen will. Ne? Da habe ich wirklich das Gefühl, diese Energie wird abgelöst. In der Hand, das Universum ist dein Partner. Das ist wieder eine Karte, die unterstützt die himmlische Ruhe. Wo ist denn die himmlische Ruhe? Das Universum ist dein Partner. Ne? Der Mond lacht zum Fenster hinein, die Sterne glitzern vom Himmel. Und das ist auch eine Karte, die hat so was Schicksalhaftes. Was geschehen will, wird geschehen, derweil gönn dir die Ruhe, mach ein Schönheitsschläfchen, mach ein schönes Schönheitsschläfchen. Ne? Schlaf dich aus, ruh dich aus, leg die Schwerter nieder. Du brauchst nichts tun, wenn es nichts zu tun gibt, weil das Universum ist dein Partner und es gibt hier ganz einfach Dinge, die du nicht beeinflussen kannst durch deine Aktion, weil ja, man kann wieder mal sagen, Gott sitzt am Ruder. Ne? Und dann haben wir hier noch die Katzi-Raupe, die Katzenraupe. Ne? Und die steht für eine Chance. Aha. Hier liegt also eine große Chance auf dieser Situation. Natürlich liegt die Chance auch im Erfahren des Stillstandes, weil in der Stille geschieht am allermeisten. Doch wenn sich hier was löst, dann gibt es hier eine neue Chance. Also meiner Meinung nach ist das die Chance, in dieser Beziehung zu bereinigen. Da passt für mich die Katzi-Raupe jetzt am allerbesten hin. So, dann haben wir hier zwei Tarotkarten, die haben sich ebenso auffällig verhalten. So, da haben wir sie, die Fünf der Schwerter. Eieiei, also eine Situation entgleiste total. Und hier ist ganz einfach ein Kontrollverlust zu sehen. Schaut euch das mal an. Hier haben wir einen Hexenkessel. Und wir nennen sie ja Heilerin. Das sind ja alles Heilerin. Heilerin im roten Gewand sagt, oh nein, ich kann überhaupt nicht hingucken. Es kocht gleich über. Ne? Also die sieht es schon kommen. Hier fliegt uns gleich der ganze Pott um die Ohren. Die zweite sagt so, oh Gott, was sollen wir tun? Und die dritte sagt, ich krieg's schon wieder hin. Ne? So irgendwie so drei Weiber, die halt versuchen, die Situation zu retten. Gell? Das könntest du und deine Freundin sein, ne, zum Beispiel. Also irgendwas ist hier geschehen, was vielleicht auch erstmal dafür gesorgt hat, dass der Anker sich zwischen den Felsen verfängt. Ne? Und scheinbar nie mehr wieder sich lösen kann. Was man sich dann so zurechtgesponnen hat mit Wolkenkuckucksheim, ne? Also so unter dem Motto, hier ist was gewaltig in die Hose gegangen und jetzt ist es für immer zerstört. Der Anker ist für immer festgefahren. Hier gibt es keine Hoffnung mehr. Ne? Und ja, Fünf der Schwerter habe ich eben noch erklärt. Zahl 60, der verlorene Krieg. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Es ist nämlich so, diese hier hat noch zwei, es sind so Dolche, ne, in der Hand. Nur drei sind entgleist. Also sie versucht hier noch die Situation zu retten. Ne? Also hier ist irgendwas geschehen, in die Hose gegangen, wie auch immer. Jedoch, die Geschichte geht positiv weiter. Die Wogen glätten sich. Es kann sein, dass nachdem hier etwas geschehen ist, erstmal
die himmlische Ruhe eingekehrt ist und nichts ging mehr. Was ist geschehen, wenn du hier in Resonanz bist? Was ist geschehen? Was war das? Fühl mal rein in die Situation. Gab es einen Schmerz? Ist etwas eskaliert in deiner Situation? Es kann natürlich auch sein, dass die Energie, auf die du schaust, dass das alles noch kommt. Ne? Wir haben ja noch eine Tarotkarte und das ist nämlich die Königin der Münzen. Was für mich heißt, du hast die Lage im Griff. Ne? Die Königin der Münzen, die ist aufgestellt. Die ist in der absoluten Fülle, in der absoluten Fruchtbarkeit. Die kümmert sich, die ist im Selbstvertrauen, man vertraut ihr. Und selbst wenn dieser Königin hier ein Malheur passiert ist, ne? Wir haben hier viele kleine Katzen, gell? Hier ist vielleicht etwas aus dem Ruder gelaufen, was so nicht geplant war. Und man konnte es nicht mehr aufhalten, hat es aber versucht. Dann hat sie sich mit dieser Situation arrangiert. Ne? Es kann ja auch sein, weil hier diese vielen kleinen Katzen, die sie hier hat, ne? Das ist ja eine Energie der Vermehrung, dass hier vielleicht auch etwas zu viel geworden ist, was so nicht geplant war. Ne? Na, warten wir es mal ab. Also Königin der Münzen auf jeden Fall ist in der Lage, das Beste draus zu machen, egal was hier passiert ist. Die Königin der Münzen hat ein Standing. Und das ist auch eine Person, die jetzt auf dich fällt, die ganz einfach sagt, es ist, wie es ist und ich kann es jetzt nicht ändern und ich mache jetzt das Beste draus. Ja? So sieht's aus. Das kriegt die hin, weil es kann. Ne? Okay. So, jetzt schauen wir unter das Deck. Untere Lenny-Karte. Das Buch. Das kann wirklich sein, dass das, was hier geschieht, dass diese Geschichte gerade geschrieben wird. Ne? Es kann auch ein Hinweis sein, es ist noch nicht spruchreif, dass das wirklich so weisend ist, tendenziell, wie eine Situation weitergeht. Vielleicht bist du gerade im Stillstand oder du bist gerade an dem Punkt, wo etwas entgleist ist, was du nicht mehr halten kannst. Die Mühlen mahlen und du kannst es nicht mehr stoppen. Etwas kann hier nicht gestoppt werden. Ein Lauf der Dinge nimmt seinen Lauf und du sagst, gut, dann soll es so sein. Ne? Mit dem Buch wird sich hier noch was offenkundig tun. Ne? Also das wird noch, also dieses Buch wird noch gelesen. Und die Geschichte wird noch geschrieben. Dieses Buch wird noch gelesen. Habt ihr gehört? Ja. Top Secret steht hier drauf. Top Secret. Ja, wenn wir da nicht wären, gell? Wir haben das Geheimnis schon mal hier ein bisschen, wir haben es schon mal ein bisschen breit getreten, gell? Aha, hier, lasst es, guckt euch das an. Hier ist das Buch jetzt offen. Ne? Also der Uhu sitzt auf dem offenen Buch. Das heißt, hier tut sich definitiv was auf. Das sagt das Unterdeck. Ne? Hier wird ein Kapitel aufgeschlagen. Das kommt mir gerade deutlich rein. Und der Uhu ist ja jemand, der sagt, aha, ne? Okay. Der ist auch in der Lage, mit einer Situation umzugehen, weil er ganz einfach unglaublich weise ist. So weise wie die Münzkönigin. So, untere Tarotkarte. Die 7 der Schwerter. Ach, die lieben wir doch alle, ne? Nee, Quatsch, es ist die 6 der Schwerter. Ich dachte schon, die 7, die ist nämlich ganz anders. Es ist die 6 der Schwerter. Und die 6 der Schwerter, die ist in der die ist in der Aufbruchsstimmung. Ne? Die 6 der Schwerter, die sagt, auf zu neuen Ufern. Auf geht's, ne? Und das bist vielleicht du. Du packst dir hier deine Möglichkeiten ein, bündelst vielleicht auch deine Gedanken und schließt dich denen an, die vor dir gehen. Ne? Also hier ist eine Aufbruchsstimmung. Es sieht so aus, als ob sich hier eine Geschichte zusammenbraut. Ne? Und ich sage ja immer am Anfang der Legung, erst am Ende haben wir ein klares Bild. Wir haben hier eine Aufbruchsstimmung.
Ja, so, okay. Dann schauen wir mal weiter. Unter den schamanischen Traum, das Glücksrad. Glück und richtiges Timing. Na, also hier am anderen Ufer passiert was ganz Gutes und die richtigen Dinge geschehen zur richtigen Zeit und im richtigen Moment tust du die richtigen Schritte und sitzt hier auf dem Besen. Zeigt auch, dieser Stillstand wird beendet. Hier lehnt er an der Wand, der Besen oder unterm Vorhang. Ne? Der Hut hängt am Haken. Ne? Das ist das Hexchen im grünen Gewand. Auch hier ist das Hexchen im grünen Gewand. Schwingt sich auf das Fluggerät, auf geht's. Glück und richtiges Timing. Sehr schön. Jetzt gibt es noch ein Rühnchen und dann sind wir durch. Ne? Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Welche Rune liegt auf der Legung? Hier kommt was. Hier steht jemand vor der Tür. Das könnte auch die Nachricht sein. Sie haben Post. Hier ist eine Situation kurz vor einer Eröffnung. Diese Tür wird sich bald öffnen, es sei denn, du drückst sie von der anderen Seite zu und sagst, will ich nicht. Das steht natürlich jedem offen, aber hier kommt was. Hier steht eine Energie auf der Matte. Welche Rune unterstützt dich bei all deinem Tun? Schön locker bleiben mit der Daggers. Ne? Das ist eine Situation, die sich in sich immer wieder verändert. Die Daggers ist eine Wandelrune, aber das sind die kleinen Dinge, die sich da immer wieder verändern. Der Tag geht ins Land, der Morgen geht in den Vormittag in den Mittag, der Mittag in die Kaffeezeit, wir legen Karten, die Kaffeezeit geht in die Abendstunden, das Video lädt hoch und am Abend ist es endlich online und für euch greifbar und so wandeln sich hier die Energien. Ne? Der Abend geht in die Nacht und die Nacht in den neuen Morgen. Und das ist eine Situation, die hier liegt, die sich in sich drin immer wieder verändert. Lass es einfach fließen. Du wirst schon sehen. Hier hast du auch ein Stück weit das Glück gepachtet. Hier geht auch was gut aus. Ne? Ist eine, also sehr positive Karten. Blockiertes wird gelöst. Festgefahrenes, festgefangenes, verfangenes wird freigesetzt. Alles ist in bester Ordnung, genauso wie es ist. Es soll genauso sein und es geht umso besser weiter. Ihr Lieben, habt ein feines Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Da bin ich dann wieder voll für euch da mit neuen Nachrichten, mit neuen Energien. In dieser Zeit kümmert euch gut um euch selbst. Lasst es euch gut gehen. Kümmert euch um euch, ja, weil bei euch selbst ist die Energie am allerbesten investiert. Bis dahin, ihr Lieben, lasst mir gerne ein Abo da, ein Like oder einen lieben Kommentar. Bye, bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.